Im Rückblick auf die Europameisterschaften 1990 in Göteborg, liebe Tischtennisfreunde, schalten wir uns jetzt noch einmal ein in den vierten Satz des Herrenfinales. 2:1 klare Führung von Michael Appelgren gegen den Polen Andrzej Gruba, der noch nie gegen den zweimaligen Europameister gewinnen konnte und jetzt in diesem vierten Satz versuchen muss, den Ausgleich zu erzielen, um möglicherweise einen fünften Entscheidungssatz spielen zu können. Gruba serviert im Moment und geht mit 1:0 in Führung. Der Beginn wirkte schon etwas nervös jetzt von dem Polen, aber er wird alles riskieren. Wunderschön platziert. Er wird nochmal seine ganze Routine reinlegen. 13 Jahre Spitzenklasse in Europa. Und Michael Appelgren gewinnt gleich Anschluss. Der Vorteil von Appelgren ist einfach der, dass er ruhiger steht, sehr viel noch beweglicher auf den Fußballen hin und her springt als sein Gegner. Er sieht so aus, als kontrolliert er die Partie. Selbst in dieser Phase wusste er, dass der Ball so kommen muss. Das war deutlich zu sehen. Der Schläger war schon da, wo der Ball dann wirklich hinkam. Da fehlte das letzte Quäntchen nur. 4:1, klarer Spielgewinn für. Sehr stark angeschnitten, unterschnitten. Die Aufschläge von Michael Appelgren. Achten Sie mal auf die Annahme von Gruba. Er wechselt immer die Schlägerseite, um besser ins Spiel zu kommen gegen diese scharf geschnittenen Bälle von Appelgren. Ja, der große Schritt bringt einen natürlich völlig aus der Balance. Schauen Sie mal jetzt. Wieder ein Beweis dafür, dass man nicht nach hinten stehen darf. Auf die Hacken. Angehoben den Ball, auch wenn er glaubte, dass da irgendwo was im Spiel war, das Netz. Oh, jetzt scheint es eine Verwarnung zu geben für Klaus Öst. Ja, zumindest eine Warnung. 6-4. Oh, der war dran. 7-4 geht der Schwede in Führung, den man ja den Muhammad Ali des Tischtennis nennt, wegen seines großen Selbstbewusstseins. Und das scheint ihm hier zum Vorteil zu gereichen. Ja, aber noch Lichter zurück und Gruba ganz, ganz konzentriert, immer wieder im Wechsel der Schläge. Gewinnsätze, ja. 7-6. Wieder dieses Quäntchen Pech oder Glück, je nachdem, von welcher Seite man das sieht. Das kleine Band da unten ist so scharf gespannt in der oberen Netzkante.
Nochmal die Führung. Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, dieses Einzelfinale ist der von dir Anfang versprochene Höhepunkt. Das Herrendoppel vielleicht etwas enttäuschen, das Mixed nicht schlecht, das Damendoppel ganz gut, das Dameneinzel. Ja. Aber jetzt eine ganz entscheidende Spielphase. Kann Michael Appelgren jetzt die Führung übernehmen bei seinem Aufschlagspiel? Im Moment wird es sehr, sehr schwer. Grupa sehr gespannt. Er bewegte sich. Der Körper zu sehr, der Arm ein Tick zu wenig, um diesen Ball wirklich rüber zu bekommen von Grubba. Die 4000 Zuschauer hier im Skandinavium natürlich auf der Seite des zweimaligen Europameisters Michael Appelgren. Klar, Heimsiege werden immer ganz besonders gefeiert und in Schweden erst recht. Während seines Aufschlagspieles scheint er die Führung auszubauen. 9-11. Grubba. Immerhin. 3-2. Wenn das jeder Aufschlag erbringt, dann kann es noch eine Verlängerung geben hier in diesem Satz, in diesem vierten, vielleicht, wie gesagt, schon entscheidenden. Jetzt geht's nochmal zur Sache. Ja, auf dem höchsten Punkt runtergedrückt mit vollem Risiko, aber auch super Abwehrspiel hier von starke Ballonabwehr. Höher geht's kaum noch, auch wenn das Skandinavien irre hoch ist. Und das war wirklich ein Wahnsinnsballwechsel. Ja, zu unserer Freude, wir sehen ihn noch einmal. Schauen Sie sich das an. Einmal in die Ecke, einmal in jene, einmal auf den Mann. Unglaublich starke Returns von Michael Appelgren. Unglaublich. Vor allen Dingen dieser letzte Schlag war schon nicht mehr auf dem Höhepunkt der Fluchtbahn. Der Ball und trotzdem wunderschön reingezogen. 10, 13. 13-10 die Führung und nun Aufschlag für Andrzej Grubba, Nummer 3 der Weltrangliste. Grubba bleibt dran. Er fightet. Und das sind natürlich Bälle, die das Selbstbewusstsein stärken. Ganz flach abgesprungen, dieser Topspin. Wieder die kleine Pause und das Spielchen mit dem Aufschlag. Wie gesagt, 3-2 reicht jetzt, um nach Hause zu kommen. 3-2, 2-3. Wieder den Schnitt unterschätzt und nicht genug in den Ball hineingegangen. Darf sich jetzt nicht zu weit wegdrängen lassen, Appelgren, obwohl seine Abwehr hervorragend ist. Geht auch seine Fehler. 15-13 für den Linkshänder aus Schweden.
bleibt dran. Kann er den fünften Satz erzwingen? Es sieht im Moment nicht schlecht aus für ihn. Ja, er motiviert sich sehr stark. Das sieht man, diese ganze innere Spannung, die sich in dem Tänzeln eben entlud. Jetzt dieses Duell wieder. Ich habe so das Gefühl, also wenn Appelgren da hinten bleibt, dann hat er keine Chance mehr. Muss einfach mehr Initiative ergreifen, so wie jetzt mit diesem tollen Konter. Aber das mag dieses Finale schon entschieden haben. Ein super Return. Jetzt passen auf. Unglaublich. Und jetzt die Vorhand. Der Wechsel, der andere Schnitt. Ganz plötzlich. Ich glaube, das war ein Bild mit Symbolkraft. Aber noch ist nichts entschieden. 14. 3 Punkte ist gar nichts bei Spielern dieser Klasse. Und dennoch spricht wiederum die Serie für Michael Appelgren. Wunderschön. Starker Return von Gruber. Das ist im Grunde seine Stärke, den Gegner auf Distanz von der Platte zu halten, den Gegner von einer Ecke in die andere zu schicken. Aber spricht auch für Appelgren, dass er die Stärke hat, immer wieder diese Bälle zu holen, auch wenn es hier ein Leichtsinnsfehler war. Da wieder dieser Seitenwechsel. Und der misslingt. Das war fast ein Elfmeter für einen Mann wie ihn. So schön rausgespielt. Ob er damit den Sieg verschenkt hat, wir müssen es abwarten. Noch mal ein Punkt. Unglaublich aber eng in der entscheidenden Spielphase jetzt. Er wirkt nicht mehr so selbstsicher, wirkt eher nervös, der Michael Appelgren. Naja, aber ich bleib bei meiner 3:2-Regel. Jetzt noch einmal 3:2 Aufschläge und das kann der Titel sein. Das war absehbar vorher, dass er in dieser entscheidenden Phase wieder servieren darf. Ganz, ganz wichtig bei Spielern dieser Klasse. Ja, und es zeichnet sich ab, dass dies ein spielentscheidender Vorteil für ihn sein kann, dass er jetzt in der Spielphase den Aufschlag hat. Oh, und das kann's sein. 2017, denn Michael Appelgren, liebe Zuschauer, hat noch nie nach einer 2:1 Führung und nach einem 2:17 Vorsprung in einem vierten Satz überhaupt ein Spiel verloren. Das müsste der Europameisterschaftstitel sein. Oh, ein Kantenball, oben auf den Schläger gesprungen. Das übt man natürlich manchmal, um die Technik zu forcieren, aber selbst für so einen glänzenden Spieler wie Michael Appelgren kann der letzte Punkt der schwierigste sein. Und Andrzej Gruba kommt noch einmal auf 18 Zähler ran. Ein Ball fehlt immer noch. Ein Punkt. So schwer zu kriegen und das ist ein Siegball, den man selten sieht. Unheimlich schwer zu halten, dieser Netzabpraller. Kim Tae-so aus Südkorea gegen Jörgen Persson. Zunächst chancenlos. Den ersten Satz hat er glatt verloren, im zweiten liegt er klar hinten.
dann diese Welle. Und die Rückhand von Jörgen Persson bringt das 12:4 für den blonden Schweden.